Ich bitte nun Ilja Trojanow, zu uns zu sprechen. Er ist Schriftsteller, Übersetzer und Verleger. Für seinen Roman Der Weltensammler, dafür werden ihn hier viele im Saal kennen, ist er 2006 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden. Seine publizistischen und literarischen Arbeiten tauchen auch immer wieder in unseren Medico-Debatten auf. Das liegt auch daran, dass er sich mit seinen vielfältigen Arbeiten gegen eine Identitätspolitik stellt, so zumindest empfinde ich das, die versucht, diese Identitätspolitik Voraussetzungen und Legitimation für Ausgrenzung und neue Formen der Apartheid zu schaffen. Mit seinem gemeinsam mit Ranjit Hoskote verfassten Buch Kampfabsage setzt er sich kritisch mit der These des Clash of Culture auseinander. Ja, während Wanda gesprochen hat, ist mir ein kleiner Fall aus Bulgarien, dem Land meiner Herkunft, eingefallen, der eigentlich schön illustriert, worüber ich reden möchte. Auch in Bulgarien gibt es all diese Phänomene, die gerade beschrieben wurden. Und es gibt die zweitgrößte Stadt des Landes, sie heißt Plovdiv. Und da werden jetzt seit ungefähr einem Jahr völlig übertriebene Rechnungen den Bürgern gestellt für Strom, Wasser und Heizung. Und eine einzige Bevölkerungsgruppe hat sich dagegen gewehrt, nämlich die sogenannten Zigeuner. Die Sinti und Roma werden in Bulgarien immer als Zigeuner bezeichnet. Und sie haben auch so eine Bewegung des zivilen Ungehorsams in die Wege geleitet und haben als gesamter Stadtteil, das Ghetto der Sinti und Roma, haben sich einfach geweigert, diese Rechnungen zu bezahlen. Worauf die Bulgaren, die insgeheim immer schimpfen über die Rechnungen und sie oft gar nicht zahlen können und sich verschulden müssen, das keineswegs als einen Aufruhr zur gemeinsamen Aktion und als Zeichen der Solidarität aufgefasst haben, sondern im Gegenteil aufgrund einer unglaublich starken Medienkampagne begonnen haben, die Zigeuner zu beschimpfen. Die Zigeuner, nämlich die anderen, die nicht anpassungsfähigen, die nicht bereit sind nach den Regeln der Gesellschaft, und das bedeutet nach den Regeln der ökonomischen Unterwerfung zu handeln, die sind diejenigen, die der Entwicklung Bulgariens im Wege stehen, sodass dann zum Schluss sogar verschiedene teilweise bezahlte Gruppen von Bulgarien in das Ghetto der Zigeuner eingedrungen sind und Häuser angezündet und Menschen verprügelt haben. Das heißt, ich möchte darüber reden, wie Differenz instrumentalisiert wird. Es gibt, und das hängt, ich erkläre auch kurz, wieso das, glaube ich, sehr mit dem Thema dieser Konferenz zusammenhängt. Es gibt eine schöne kleine Anekdote von dem bekannten deutschen Schriftsteller Heiner Müller. Er ging die Straße entlang und da waren Bettler am Straßenrand und der Mensch, der mit ihm ging, hat dem Bettler einen kleinen Geldschein überreicht. Und Heiner Müller hat den kritisiert, hat gesagt, wieso gibst du ihm Geld? Wenn du ihm kein Geld gibst, wird er eines Tages sich wehren, wird er eines Tages Widerstand leisten und er wird die Verhältnisse ändern, weswegen er überhaupt hier am Straßenrand betteln muss. Und das ist für mich die entscheidende Frage. Ich glaube, es gibt zwei Arten von Humanität. Es gibt eine unmittelbare, direkte Humanität, die überwiegend funktioniert. Und es gibt eine visionäre Humanität, bei der es meiner Ansicht nach sehr im Argen liegt. Und diese visionäre Humanität hat ganz, ganz viel mit kultureller Differenz zu tun. Und nur wenn wir eine visionäre Humanität wieder aufbauen, können wir unsere Empathie, unsere Solidarität von Reaktionen auf Katastrophen hin weiterentwickeln zu einem Kampf gegen die institutionalisierte Gewalt und gegen die grundsätzlichen Probleme, die überhaupt solche Katastrophen dann bedingen bzw. verschärfen. Ich glaube deswegen, dass kulturelle Differenz ein zentrales Merkmal ist, ein zentrales Problem, weil der sogenannte Westen, also Europa und Nordamerika, nach meinem Dafürhalten immer noch in der Art, wie die außereuropäischen Länder, Regionen, Kulturen, Religionen betrachtet werden, vom 19. Jahrhundert geprägt wird. Das heißt, ich habe eigentlich Probleme mit dem Wort neoimperial, weil es meiner Ansicht nach die ganze Geisteshaltung, die Terminologie noch durch und durch imperial ist. Das fängt schon mit der Sprache an. Die Art, wie wir, wenn ich jetzt wir sage, meine ich den Westen, obwohl ich mich eigentlich nicht dazugehörig empfinde, aber wir benennen
die Fremde mit einer Sprache, die im 19. Jahrhundert geschaffen wurde. Das ist in Indien sehr, sehr stark der Fall. Es ist insofern politisch ganz entscheidend, weil man die gesamte mediale Reflexion dahingehend analysieren kann, wenn es Konflikte gibt. Das neueste Beispiel Kenia. Die Konflikte in Kenia nach einer Wahl, die offensichtlich von der Opposition gewonnen wurde und die bestehende Regierung hat nicht ihren Platz abgetreten. Diese Konflikte wurden in Deutschland, aber auch England, Frankreich als sogenannte tribale Konflikte dargestellt. Nun ist es Ihnen bestimmt allen bekannt und Wallace Soyinka hat neulich das sehr schön ironisch in Berlin nochmal zugespitzt, dass immer wenn Europäer Konflikte haben, es sozusagen Konflikte auf hohem Niveau sind, das sind Konflikte zwischen verschiedenen politischen Interessen. Wenn Afrikaner Konflikte haben, dann sind das primitive, tribale Kriege, weil die sich einfach noch nicht entwickelt haben, um Konflikte auf hohem Niveau zu haben. Wallace Soyinka hat halt den Vergleich, den zeitlich so parallelen Vergleich zwischen der medialen Wahrnehmung von Ruanda und Ex-Jugoslawien gezogen, wo sehr, sehr ähnliche Konflikte auf völlig unterschiedliche Art und Weise dargestellt wurden. In Kenia ist es so, dass die sogenannten Stämme eine koloniale Konstruktion sind. Also ich bin in Kenia aufgewachsen und kann mich selber noch erinnern, dass man alte Menschen kennenlernen konnte, die noch aufgewachsen sind, ohne das Bewusstsein, dass sie etwa den Kalenjin angehören. Kalenjin ist eine große Volksgruppe in Kenia. Der Diktator Daniel Arap Moi hat dieser Volksgruppe angehört. Der Grund, wieso sie gar nicht wussten, dass sie Kalenjin sind, ist, weil es diesen Identitätsbegriff überhaupt nicht gab, sondern es kam irgendwann mal ein britischer Kolonialbeamter und musste irgendwie die Menschen einordnen in Kategorien, die in London festgelegt wurden und hat dann gefragt, wer seid ihr? Und dann kamen ganz unterschiedliche Antworten. In Tansania zum Beispiel kam oft die Antwort, wir sind Menschen. Nur halt, dass das Wort für Mensch, je nachdem, wo man sich befand, unterschiedlich war. Das heißt, die westliche Erklärung für Konflikte in Afrika ist, dass Menschen sich deswegen bekämpfen, weil sie ein unterschiedliches Wort für Mensch haben in ihrer Sprache. Darauf reduziert sich die politische Analyse. Und diese Kalenjin sind angeblich in einer jahrhundertealten Feindschaft mit anderen Volksgruppen, die Kikuyu heißen oder Maasai oder Luo oder Kamba oder Abaluyo oder wie auch immer, gefangen. Das ist das eine Moment. Unsere Terminologie stammt aus dem 19. Jahrhundert. Ein weitaus wichtigeres Argument ist natürlich, dass wir aus dem 19. Jahrhundert eine ganz starke Rhetorik der Heuchelei haben, wenn wir mit außereuropäischen Kulturen und Religionen umgehen. Diese Heuchelei steht am Anfang dessen, was bei uns in der Schule als das große liberale Projekt dargestellt wird. Zum Beispiel einer der großen Vordenker des Liberalismus, John Stuart Mills, der die allgemeinen Rechte des Menschen propagiert hat, allerdings in einem anderen Text, den er dann wahrscheinlich am Tag darauf geschrieben hat, darauf hingewiesen hat, dass das natürlich nicht für die Inder gilt. Das ist ein Widerspruch, den es von Anfang an gibt im 19. Jahrhundert und der sich bis zum heutigen Tag gehalten hat. Ein Gesetz für uns, ein anderes für die anderen. Aber am entscheidendsten ist die Festmachung von Differenz als etwas Langfristiges, als etwas Verwurzeltes, als etwas Homogenes und als etwas Unüberwindbares. Das heißt, der dynamische Prozess kultureller Begegnung, Anverwandlung und Vermischung wird aufgrund starrer Kategorien und aufgrund einer Ausgrenzungsterminologie wird als etwas Solides und Starres propagiert. Und deswegen auch dieses Buch, das du kurz erwähnt hast, ein Buch, was auf Englisch, ich habe das mit einem indischen Kollegen auf Englisch geschrieben, auf Englisch heißt es Confluence, also Zusammenfluss, Konfluenz.
Und es ist der Versuch zu beweisen, dass eigentlich all das, was wir als typisch Eigenes betrachten, das Resultat von unzähligen, über Jahrhunderte hinweg vollzogenen Vermischungen mit dem sogenannten Fremden. Das heißt, wenn man sein Zeitpanorama etwas ausdehnt, verwischt sich völlig der Unterschied zwischen dem Eigenen und dem Fremden. Und irgendwann mal haben wir eigentlich nur noch eine momentane Differenz. Und das ist für mich ganz entscheidend, dass wir eigentlich einer Rhetorik und einer Ideologie, einer Propaganda gegenüberstehen, die Differenz verabsolutiert. Dabei ist Differenz nichts anderes als eine momentane Trennung, eine momentane Unterscheidung, die je nach Idealen, je nach Energien und je nach Absichten und Visionen der beteiligten Menschen in alle möglichen Richtungen sich verändern kann. Und darin liegt für mich eine unglaubliche Chance einer visionären Humanität, dass wir nämlich erkennen, dass wir nur dann uns entwickeln, auch in dem, was uns wichtig ist, was immer das sein mag, wenn wir einen fortwährenden, fruchtbaren, dynamischen, nicht nur Austausch, sondern wirklich eine Fortentwicklung durch Verschmelzung mit momentan Fremden vollziehen können. Das heißt, die Gefahr, der wir im Moment uns entgegensehen, ist nicht einer Überfremdung, wie hierzulande oft propagiert wird, sondern im Gegenteil, die Gefahr, die wir heute im 21. Jahrhundert global sehen, ist die Gefahr, dass uns die Fremde ausgeht, weil all das, was Vandana gerade beschrieben hat, im ökonomischen Bereich, natürlich auch im kulturellen Bereich stattfindet, weil es, und das ist eine weitere sehr, sehr interessante, glaube ich, Tatsache dieses ganzen Themenbereiches, dass ja inzwischen in einer neoimperialen Ideologie inzwischen wird ja gesagt, okay, der Kolonialismus hat bestimmte Verbrechen und bestimmte negative Folgen bewirkt, aber die unabhängigen Länder hatten ja inzwischen Jahrzehnte Zeit, das zu überwinden. Das heißt, sie sind selber verantwortlich. Was aber selten zur Sprache kommt, ist, dass die Eliten dieser Länder ja genauso die Mentalität, die Weltanschauung dieser kolonialen, imperialen Zentren in sich tragen. Und eins der für mich tragischen Tatsachen in Ländern, eigentlich allen Ländern Afrikas zum Beispiel, ist, dass die Eliten eine Verachtung gegenüber der eigenen Tradition empfinden. Dabei ist vieles von dem, was wir, glaube ich, alle propagieren und was wir uns alle wünschen, Form zum Beispiel lokale Solidarität, basisdemokratische Form, all das sind Sachen, die gerade in den jeweiligen traditionellen Zusammenhängen durchaus funktioniert haben. Und es ist hochinteressant, dass immer dann, wenn ein Autor darauf hinweist, es einen Schrei der Empörung gibt. Vor einigen Jahren gab es zum Beispiel in den USA eine ganze Welle bei den Soziologen und Historikern, die versucht haben zu beweisen, dass die amerikanische Verfassung ganz entscheidende Impulse übernommen hat von dem Parlament der Irokesen. Das heißt, die Irokesen, die in einer heutigen East Coast gelebt haben, hatten demokratische, basisdemokratische Formen, die offensichtlich so gut funktioniert haben, dass die Väter der amerikanischen Verfassung sich da einiges abgeschaut haben. Nun ist es nicht so, dass die Diskussion sich daran entzündet hat, ob das wahr ist oder nicht. Das ist scheinbar sehr gut dokumentiert. Sondern die Diskussion hat sich absurderweise daran entzündet, wie kann es denn angehen, dass wir irgendwas von diesen Indianern gelernt haben. Und interessanterweise war es genau dieselbe Reaktion, die wir mit unserem Buch auch in Deutschland erfahren haben, als wir zum Beispiel versucht haben zu beweisen, dass die europäische Rationalität als philosophische Richtung ganz, ganz entscheidende Impulse von der damaligen islamischen Philosophie erhalten hat. Sind wirklich eine Reihe von Rezensenten mit Schaum vom Mund ausgeflippt. Nicht, weil sie irgendein historisches Argument hatten, das sei eine falsche Behauptung, sondern weil sowas einfach nicht sein kann. Denn wie Sie inzwischen alle wissen, gibt es eine unüberwindbare Differenz zwischen unserer Aufklärung und der islamischen mittelalterlichen Verbohrtheit. Und dass diese Differenz irgendwie mal anders aussah oder dass sie, weil sie mal anders aussah, natürlich auch wieder überwunden werden kann, ist per se in einer Zeit, in der
der Differenz wieder unglaublich hochstilisiert wird, einfach ein Unding. Und dieser Tage, weil wir gerade in Frankfurt sind, dieser Tage passiert etwas ganz Merkwürdiges in der Ihnen gewiss bekannten Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Gibt es einen Vorabdruck, und zwar ist es normalerweise vorbehalten für Autoren, die die Redaktion der FAZ schätzt. Das ist aber ein Vorabdruck eines Buches von Winston Churchill. Und das ist nicht immer eins seiner zentralen Bücher, sondern es ist ein ganz obskures Buch, in dem er als junger Kriegsreporter den Krieg der englischen Kolonialmacht gegen den Mahdi-Aufstand in Sudan 1880 ungefähr beschreibt. Und es ist ein unsäglich tröges Buch. Ich weiß nicht, ob Sie mal reingeguckt haben. Da werden über Seiten beschrieben, wie die Kanonen irgendwie von einem Hügel nach links schießen und dann werden die Kanonen gedreht und dann schießen sie nach rechts und es werden ständig irgendwelche Leute zerfetzt und man lernt überhaupt nichts, weder über die sozialen Zusammenhänge, noch wird reflektiert, ob dieser Mahdi-Aufstand, das war die letzte Dschihad im islamischen Raum, ob das vielleicht auch eine Art antikolonialer Widerstandskampf war. Und gerade dieses Buch wird dieser Tage in der FAZ abgedruckt. Und das ist etwas, was mich als jemand, der in Afrika aufgewachsen ist, in Indien lange gelebt hat, was mich unsäglich frustriert, dass selbst bei sogenannten progressiven Autoren und Denkern es so einen Reflex gibt, einen Reflex der Missachtung anderer Kulturformen, der aus dem 19. Jahrhundert kommt. Und zum Abschluss, damit das nicht so eine theoretische Behauptung ist, ich habe mal analysiert eine Reihe von Büchern über Indien von Autoren, die sich als in unseren Breitengraden als sehr progressiv gelten, zum Beispiel Günter Grass, der über Indien geschrieben hat, Pasolini, der auch über Indien geschrieben hat. Und es ist hochinteressant, dass diese Leute in ihrer Analyse politischer und wirtschaftlicher Zusammenhänge tatsächlich das sind, was wir als progressiv nennen würden, aber in ihrer kulturellen Haltung sowas von neokolonial und engstirnig und verbohrt und überheblich und arrogant sind, dass man leider Gottes sagen muss, dass wir erst am Anfang einer wirklichen kritischen Infragestellung unserer Haltung zum anderen, zur Fremde, zu all dem, was so sehr uns unseren Vorstellungen, unseren Idealen widerspricht, dass wir wirklich provoziert sind, unsere Position zu überdenken. Und das ist ja eigentlich das Entscheidende. Es kann überhaupt keinen Fortschritt geben, wenn wir nicht ganz, ganz grundsätzlich in Frage stellen, was wir tun und wie wir es machen. Und genau das verhindert der Status quo mit allen Mitteln. Wir sollen weiterhin dieser Rhetorik glauben, dass wir die beste aller Welten entwickelt haben und dass wir von den anderen nichts lernen können. Und deswegen glaube ich, ist das eine wirkliche Veränderung der kulturellen Wahrnehmung und der kulturellen Haltung ein ganz zentrales Moment zur Entwicklung einer visionären Humanität ist. Danke. Dankeschön.